Söhne Lothars, da vorne ist die Chaosbrut. Folgt mir in den Kampf! Helfen? Edle? Alles muss man selber machen. Willkommen, ihr Schönen da draußen, ihr Edlen, ihr Elfen. Verzeiht meinen legeren Look heute, aber mein Mundschenk und persönlicher Ableck-Einkleid-Knecht ist schon nach Hause gegangen. Einfach so. Ich habe natürlich die Phönixgarde hinterher geschickt, aber er lief zu schnell auf seinen kleinen, krummen Beinchen. Naja. Und insoweit darf ich heute nicht in den Nahkampf, aber das brauche ich ja nicht mit so siegreichen Armeen. Der Elfenhof hat getagt. Der Elfenhof hat beschlossen, dass wir unseren Ausfall in eine Invasion umwandeln und dass wir uns die Hexenhalle Arnheim, guter Stützpunkt hier an der Küste, auch Richtung Süden, und die Provinzhauptstadt Trostloste Fesse holen. Oder so ähnlich. Das T gehörte irgendwo anders hin. Und dass wir gleichzeitig hier im Norden, wo der Etappengeneralin Helrit, selbst den Namen kann ich nicht aussprechen, gleich von beiden Armeen hier entsetzt werden soll, von denen dann aber eine den Ausfall-Invasionskriegszug hier unterstützen soll. Und zum Beispiel kann die sich ja dann um die Verteidigung der Irrlichtung oder von Walls Amboss kümmern. Hauptziel ist natürlich jetzt in diesem 7. Elfenmonat, finanziert mit über 10.000 Euro von euch, vielen Dank dafür, also nicht der 7. Monat, aber die 7 Monate bis hierhin. Hauptziel ist natürlich, die Dunkelelfen beim Ritual zu überholen, weil die stehen kurz vorm Start des nächsten. Ich fürchte, das wird schon so in 3 bis 5 Runden der Fall sein. Die Echsen nicht herankommen zu lassen und unsererseits das Ritual schnellstens zu starten. Dazu gab es auch 2 Entscheidungen am Elfenhof, wo jeder, der 5 Euro oder mehr irgendwann mal reingeworfen hat oder jetzt noch reinwirft, in die Elfenschatzkasse auf gamersglobal.de/Elfenhof, wobei da kann man gar nicht spenden, aber ihr findet es schon. Und die nächste Entscheidung des Elfenhofs ist, dass wir eine Interventionsarmee den Dunkelelfen reinknallen, sobald die mit ihrem Ritual beginnt, plus 2, 3 Runden, damit es auch wirklich wehtut, nicht, dass sie gleich, also dann sollen ruhig dann auch die Chaos-Truppen sie schon beschäftigen und so weiter. Während wir wiederum, wenn wir das Ritual starten, das relativ schnell machen sollen laut Elfenhof, also nicht bei der erstbesten Gelegenheit, aber dann, wenn die Ritualstädte, die wir noch nicht kennen, von mindestens 2 Armeen insgesamt abgedeckt werden können. Das ist eine relativ wolkige Umschreibung und muss nicht unbedingt für Sicherheit bürgen, aber das ist die Entscheidung des Elfenhofs. Ja, und dann wollen wir hier mal gucken, was wir den Dunkelelfen antun können. Ja, hier braut sich die nächste Armee zusammen. Es wäre jetzt vielleicht taktisch gar nicht blöd, da reinzuhauen, aber das passt nicht zu unseren vom Elfenhof erlaubten Plänen. Und bei der ganzen Sache zu beachten ist, weil die letzte Entscheidung des Elfenhofs hieß, dass wir bei 5 starken Armeen wie jetzt bleiben, keine 6. oder gar 7. mehr aufbauen, dass wir, wenn wir das Ritual starten, selbst wenn wir starten mit zum Beispiel dann diesen beiden Armeen irgendwie hier hinten, dass wir dann schnellstens mindestens eine weitere zurückziehen müssen, sonst wird das nichts, weil die Chaostruppen werden reinhauen und das Ritual dauert 20 Runden, weil es das letzte ist, bevor es dann zur Entscheidungsschlacht kommt. Mein Tipp wäre, dass wir im 7. Monat jetzt die Weichen stellen, um im 8. Monat, wo wir vielleicht auch gar nicht den ganzen brauchen, das Spiel zu gewinnen. Natürlich zu gewinnen. Verlieren ist auch noch möglich, aber nicht mit diesem Elfenkönig. So. Dann wollen wir mal. Gehen wir erst hier durch. Tyrion ist mal wieder aufgestiegen.
Und halte die Stellung ist sicherlich das Sinnvollste, was ich jetzt nehmen kann. Gibt es sonst noch Kommandanten nach den letzten Siegen, denen es nach Aufwertung dürstet? Können natürlich die Lolilian. Also ich, nicht, dass ihr euch wundert, aber ich hab's gar nicht so gern, wenn wir so wahnsinnig viele Zaubersprüche haben, das kriege ich dann alles nicht. Aber Kettenblitz ist natürlich, ach komm, lass uns den Kettenblitz nehmen. Noch jemand? Nee. Dass wir irgendwo irgendwas bauen können, ist mir schon klar. Ist nicht euer Ernst hier, gut. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, haben die sich schon bewegt? Ja, ja, wir sind noch am Ende. Sie vergehen ja immer einige Tage durch die Elfenhofberatung, Kriegsratsberatung. Der hat natürlich auch noch einige wertvolle Hinweise gehabt. Unter anderem, dass wir doch so ein bisschen auch trotz der Wahl des Elfenhofs ein bisschen brandschatzen sollen, links und rechts und vorne und hinten. Aber ich glaube, hier ist das Vorgehen ist relativ klar. Wir gehen zur Hexenhalle, zur trostlosen Feste und dann zum Schluss vielleicht Unterstützung noch von hinten nach Arnheim. Das scheint mir relativ logisch zu sein. Und dann hoffen wir mal, dass sonst hier kein Unsinn passiert. Genau, und insoweit, wenn ich jetzt nicht sträflich vergesse, schaut mal durch das Ritual, das ich durch den Ritus, den ich auch ausgelöst habe, sind die quasi gleich wieder voll stark. Das gefällt mir gerade sehr gut, aber ich denke, wegen dieser Armee muss ich den Truffe, übrigens einer unserer Kriegsräte und aktuell schon im zweiten Monat der Schatzkanzler, also einer der wichtigsten Stützen dieses Let's Plays in beiden Welten, der realen hier, Ultuan und Naggaroth, und der fiktiven hier, Erde oder so, Putzbrunnen, wie auch immer. Mit Elfenpanzerrüstung fallen die Haare etwas weniger störend auf meine zarte Nase. Naja, auch diese Erschwernis werde ich natürlich irgendwie überwinden. So, dann gehe ich mal mutig, oder habe ich noch irgendwas? Ich habe lange keine Diplomatie mehr gemacht, glaube ich. Ja, hier, Orden der Lehrmeister, die alte Frage, soll ich mich konföderieren? Besser später als früher, sage ich ganz ehrlich. Weil uns das in Ruin treiben wird und der mehr Armeen hat, wenn er allein spielt, als wenn ich dann nur die Hälfte kriege oder auch abrüsten muss noch. Ja, und die große Enttäuschung ist für mich natürlich, dass all das Reinbuttern von Einfluss in die dummen Krötenärsche, ich sag's es einfach wie es ist, überhaupt gar nichts gebracht hat. Aber bevor mir die hier wegschnappen, die Ritter von Origo, könnte ich dir mal steigern, oder? Ja, also machen wir das mal. Und machen eine Intrige mit den Rittern von Origo. Es dürfte auch nicht so teuer sein. Das sind ja kleine. Ja, genau. Gut. Oben kann ich auch nichts mehr bewegen, meines Wissens. Also selbst, das wäre natürlich schade, wenn Thor Anleck in der nächsten Runde schon angegriffen wird und dann auch unweigerlich fällt, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber die kann sich noch ein Stück bewegen, das sollten wir auch ausnutzen. Hole ich mit diesen beiden Armeen das zurück. Und eine reicht dann, glaube ich, schon auch, wenn zum Beispiel die hier noch losläuft. Aber ich glaube, dass die Dunkelelfen ihre Aggressivität jetzt so langsam aufgeben werden, weil es einfach bei ihnen selbst jetzt knallt und scheppert. Gut. Ich hoffe auch, dass ich irgendwann dieses blöde Schwert, oder habe ich das mittlerweile verloren? Ja, ich glaube, das habe ich sogar schon verloren, oder? Anrufen der Ische. Teil des Forschers. Ja, wir haben es nicht mehr. Das ist jetzt gerade bei ihr. Das heißt, es ist eine starke Gegnerin hier, die alte Hellebronn. Aber trotzdem nicht unbezwingbar, möchte ich behaupten. Wer allerdings bezwingbar ist jederzeit, das ist hier Harriet mit ihren paar Truppen. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in der Runde das schon fällt. Wenn nicht, sind wir da, hoffe ich. Ja, gucken wir mal. Also, Aufi, wie die bayerischen Elfen so rufen in ihrem netten, etwas primitiven Slang.
Haufi! Und wenn sie das getrunken haben. So, hier passiert wenig, aber jetzt wird es spannend, weil ganz hinten kommen die Elfen und da ist nichts passiert. Das ist gut. Eine andere Frage, oh, das habe ich glaube ich schon wieder vergessen. Ich bin so vergesslich ohne meine Zuarbeiter und Zurufer. Nee, ich habe es zum Glück nicht vergessen. Ich muss mich mal um diese blöden Helden hier so langsam kümmern. Vom Gegner, also Agenten nennen wir es. Helden ist natürlich der völlig falsche Begriff. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir da fast noch einen zweiten uns holen. Darf ich nicht. Also hier nicht, aber in Gaental darf ich das natürlich. Ja, okay, nächste Runde erst. Weil das nervt auf die Dauer und kann nochmal ein Kampf wirklich uns kosten. So, ja, wir kommen dran. Wir kommen allerdings wahrscheinlich nur im Gewaltmarsch dran. Oder? Das sollte aber reichen. Ich stelle mich mal ganz neben die Stadt. Wenn es zwei Armeen wären, haben wir ja gelernt, würden die einen kleinen Trick vollführen und uns verwehren, dass wir die verteidigen. Aber ich kann einen Ausfall machen und da müssten mir die dann auch helfen. Moment, das werden wir jetzt sehen. Da müssen wir natürlich jetzt näher hier dran. Also ein Ausfall mit der Dings und die Überlegenheit müsste eigentlich groß genug sein. Ich bin aber mal so frei, weil ich echt da teilweise unsicher bin, wie sich die Weisen von Creative Assembly das dann wieder gedacht haben, um der KI zu helfen. Ich würde da gerne erstmal die Gewissheit haben. Warum kann die jetzt da hinlaufen? Das kann die gar nicht, weil da der feindliche Dingskreis ist, dass die auch wirklich damit angreifen. Also darum mache ich jetzt einen Quick-Speicher und greife hier an. Ja, und die flieht. Und das bringt ihr gar nichts, denn die haben noch ein paar Bewegungspunkte. Also die hintere. So. Und jetzt wird sie zernichtet. Obwohl das natürlich eine Kackheldin ist, haben die keine Chance. Darf auch nicht mehr fliehen, weil sie schon einmal geflüchtet ist. Und dann nehmen wir sehr dankbar das Geld an. Und entscheiden uns jetzt sofort für die Armee, die wir nach unten schicken. Und ehrlich gesagt ist da natürlich er hier prädestiniert, weil er einfach fast überall Sollstärke hat und auch die bessere, naja, fast überall stimmt nicht, aber die bessere Armee. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, ihn hier reinzuschicken, damit die sich gleich noch besser erholen. Und ein Lehrmeister, die haben auch keine wesentlich stärkeren. Na ja, doch, den einen. Mal gucken, ob wir das noch getauscht kriegen. Das ist nicht unmöglich, man weiß es nicht. Ich möchte es nicht schon wieder gegen das Spiel lästern und seine weisen Programmierer, aber ist teilweise nicht so ganz klar, was da passiert. So, jetzt hat diese Dame leider Pech. Wir geben ihr zwar hier noch schnell ein Upgrade. Gut gemacht, aber ansonsten wird ihr... Ja, das Schwert behalten einmal, oder? War gar nicht mal so blöd. Aber dann kriegt sie das und dann ist sie wieder. Nee, wir machen Zurückweisen. Ich habe keinen Bock auf die Mali. Dann ist es, glaube ich, hier drin im Schrein wieder. Dann muss es erst erobert werden. Und jetzt zeige ich meine Dankbarkeit damit, dass sie sofort in die Etappe zurück muss, um meine Gold... Vorräte zu schonen. Und das hat ein bisschen was ausgemacht. Weniger als ich dachte, ehrlich gesagt. Weiß nicht, warum das jetzt so komisch war. Unter Umständen hatte die irgendwelche massiven Wirtschaftsboni. Na, es ist es zu spät. Gut, dann. Es ist so befreiend, ohne diesen Lederpanzer zu Krieg zu führen, muss ich sagen.
Da habe ich ganz luftige Gedanken. Nee, keine Angst, er kommt wieder. Prince of Elfwan. So, dann darf Kohirn sich steigern. Und dem fehlt natürlich ein Magier. Ja, aber auf jeden Fall darf er jetzt hier sich Journey. hinstellen. Oder auch Entering the hier, Gareth. egal. Genau. Und jetzt kommt aber die spannendere Front. Und die ist hier. I serve the king. Das ist schön, dass du mir surfst. Ich surfe auch manchmal in den küstennahen Fluten um. Und was kriegt Truffe, der doch schon so viel geleistet hat und so viel kann? Eigentlich müsste er ja Kaufmannslord bekommen. Als Schatzkanzler. Aber als General ist das. Ah, komm. Passt schon. Und was macht Truffe? Da muss ich mir jetzt mal kurz anschauen, wie hier die Zufriedenheit ist und das Wachstum. Ja, 17 durch Charaktere. Da kann ich ja. Und durch die Militär. Also wenn ich da rausziehe, habe ich sofort minus 4. Aber How can I wenn assist? ich zumindest mal hier hinziehe an die Grenze. Ah nee, da, ich muss ja eh noch eine Runde auf meine Dings warten. Dann hat sich das geklärt. Und sie ist hier weggezogen. Das ist ja interessant, was die so machen, die Elfen. Weil hier würde ich sagen, rücken wir vor. Schaut, vollzählig, Absolute vollzählig. Das Einzige ist natürlich auch hier die Tyranny Zufriedenheit in der dare to Provinz. Die dare. muss ich erstmal checken. Defender of Alfwan. Und die ist minus 9, wenn ich da wegziehe. Aber ich bin ja schon bei plus 21. Ich kann mal so zweimal, dreimal minus 9 leisten. Und es wird ja auch ein bisschen weniger, bis die ins Negative kippt. Und dann ziehe ich nach. Insoweit gibt es keinen Grund, hier länger zu verweilen. Shield of Alaria. Und ich rücke vor. Ich würde ja gerne Prince. den Ingmir angreifen lassen, aber der schafft's nicht ganz hin, der arme Thor. Und Starting. dass die Hexenhalle fällt, das ist noch nicht ausgemacht. Unter It will Umständen fail. seht ihr jetzt No. gleich eure erste Schlacht des 7. Kriegsmonats. Denn Kill natürlich mache them. ich die Autoschlacht nur, wenn ich sie sicher gewinne. Alfwan. Ah, ich gewinne sie zwar sicher, aber ich muss belagern, obwohl das eine Nebenstadt ist. Und ich kann Verluste gut ausgleichen. Ja, wäre es keine Belagerung, würde ich sie führen, aber ihr wisst, wie ich es hasse, meine tapferen, warmen Elfenleiber, die mir alle zugewiesen sind, gegen diese hässlichen, harten Mauern knallen zu lassen und ihnen beim Sterben zuzusehen. I Nee, da machen wir lust for Autoschlacht. battle. Und ich möchte mal behaupten, dass ich im Leben nicht mit so vergleichsweise wenig Verlusten gesiegt hätte. Insoweit passt das schon. Was jetzt kommt, Take kennt what er you can. schon. Oder auch nicht. To Ich the nehme victor mir the hier die spoil. Verlustrate mit und das Gold. Take what Viel you ist es rightly leider earn. nicht. No mercy. Her servant. Und dann seht ihr, in Verbindung Verlustrate und der Ritus. Was ist denn hier los? Ist irgendwas Wichtiges passiert oder warum ist da dieser Knopf drin? Habe ich also schon nächste Runde, kann er eh nicht mehr weit laufen, habe ich schon wieder fast Your Vollbesetzung. Also, das ist forces. eine unglaublich starke Kombi, die ich da gerade habe. Vor allem auch noch beim Tyrion, der diverse Vorteile hat. Kann man sich echt nicht beschweren. Und beschwere ich mich? Nein. Und auch Schorazek beschwert sich sicherlich nicht, wenn er
seinen Superheldenstatus weiter steigern darf. Geben wir ihm halt noch den Klingenschild, oder? Was machen wir denn da? Schwer zu treffen, Spezialist, Attentat. Ah, komm. Your behest? Und auch die Lollian darf ihren Kettenblitz weiter steigern. Und Ingmir macht sich auch langsam und darf jetzt den Stern, also das darf er schon länger, glaube ich. Ah, er hat erst einen Sonnendrachen, oder? Gehen wir mal lieber hier noch auf ein paar unser budgetschonende Geschichten. Ah, das bringt am meisten gekannt und gefürchtet. Das kenne ich noch gar nicht, das muss... Ja. Gut. Und auch er wird vollzählig wieder sein, hat aber auch natürlich geringere Verluste. Muss mal gucken, dass ich nicht zu schnell hier die Elfen besiege, sonst sind wir im siebten... Nein, da kommt schon noch was. Macht euch mal keine Hoffnung. Und die Echsen dürfen wir nicht zu früh vergessen. Nicht, dass die uns Echsen. Es fragt sich der ein oder andere, was ich trinke. Ich trinke Wasser. Grünes, durchsichtiges Wasser. Ich nenne ihn auch Baumsaft. So. Mage of Ulfwan. Hier gibt es ja eine Heldin, die aber glaube ich nicht... Warum steht denn die hier rum? Die kann doch eh nichts machen. Ah, ich glaube, die habe ich mal... Die wollte ich irgendjemand hinterher schicken. Wir hatten keinen. Ach, da oben. Da fehlte noch eine Magierin. Dann schicke ich die mal da hoch. Und ansonsten können wir jetzt mal gucken, für was wir das ganze Geld verprassen, das wir hier gerade gesammelt haben durch unsere Siege. Also, in Tor Anrock gibt es den nächsten Hafen. Yeah! Lohnt sich, es wartet mal gerade, drohen keine Angriffe, aber wenn Angriffe kommen, bis zum hohen Tal hoch und die Insel der Lösung, ist dieses Einschränken der Bewegungsreichweite schon enorm praktisch. Das werden wir auch hier befehlen. Haben wir schon klug, wie wir sind. Weil es ist einfach hier die Einfallschneise für die todessehnsüchtigen Dunkelelfen. Also da mache ich jetzt nichts dran und insoweit kann ich den jetzt gleich bauen. Und er wird uns schon auch nochmal mehr Einkommen bringen. Das bringt plus 400, wenn er dann fertig ist irgendwann mal. Die noch besseren Mauern halte ich jetzt ehrlich gesagt, also ich glaube, die große Zeit der Elfenangriffe gegen Tor Anrock sind vorbei. Was meint ihr? Eher, hier haben wir sie schon voll ausgebaut. Eher müssen wir natürlich die Weißspitze weiter aufbauen, das ist ja klar. Ihr erinnert euch, da war uns die letzte Chaos-Gruppe da reingefallen. Und dann ist die Frage, sollen wir hier noch auf die Garde gehen? Das macht schon Sinn für den Nachschub, auch wenn es halt echt viel kostet. Aber das war ja auch ein Plan von uns und den setzen wir jetzt um. Basta. Dann haben wir im Prinzip im Westen an vielen Orten die Möglichkeit, also es ist wirklich, es geht bis hier runter, also in diesem ganzen Gebiet, im Prinzip fast an der ganzen Westküste, bis zur Insel der Erlösung, können wir dann lokal demnächst Phönixgardisten einsammeln. Gut, gibt es sonst noch was? Die Halle Streitwagenlenker, ich glaube nicht so an Streitwägen. Der Pellas, ne, da glaube ich einfach nicht dran. Tyrannok war auch immer gegen uns. Und dann ist auch schon wieder die meiste Knete weg. Schau mal. Was, im Weißen Turm? Achso, ja, hier können wir noch steigern. Gehen wir mal durch. Ich weiß, einige von euch hassen das, wenn ich das jetzt so durchklicke. Aber ich gucke halt auf die Art viel schneller als irgendwie sonst nach Level 1 Bauten, die ich billig auf Level 2 bringen kann. Das ist meine Prio, weil da einfach der Nutzen am größten ist. Und hier sehe ich zum Beispiel, habe ich irgendwas abgerüstet. Kann ich es bauen. Wunderbar, weiter geht's. Also von 0 auf 1 ist natürlich am allerbesten. Da darf ich, glaube ich, oder doch, da darf ich auch. Achso, das darf ich da auch. Ja, dann mache ich das natürlich auch da überall.
Die soll ich natürlich gleich reparieren. Und auch sehr schön, die Mauern sind noch da. Das sind noch Mauern, oder? Nee, die Mauern habe ich wohl zerstört, oder was? Wie? Was? Hä? Doch, das sind doch die Mauern. Ja, oder? Also man sieht es an der Stadt, wenn da so diese Zinnen, die angedeuteten sind. Ich bin gerade ein bisschen verplant. Nee, die Mauern scheine ich kaputt gemacht zu haben. Warum waren das eine Belagerung dann gerade? Ich verstehe gar nichts aktuell. Naja. Und weiter geht's. Hier habe ich schon. Sartosa ist so eine Freude. Albion. Hier kann ich auf 2 gehen. Hier kann ich auf 2 gehen. Jetzt wird es allerdings dann für Stadt-Upgrades zu wenig irgendwann. Naja. Das auch mal, solange wir überhaupt noch handeln. Viele Handelspartner aber nicht mehr. Was bringt uns das? Ja, aber halt nur dort. Oder? Wenn ich das wüsste, ist das überall? Hm. Bin nicht sicher. Ich glaube, das wäre sinnvoll, wenn es nur dort gilt. Ich glaube, die dritten gelten dann fraktionsweit, oder? Wenn das ich wüsste, ich würde es euch sagen. Und ich denke, dann ist auch nicht mehr viel Geld über. Vielleicht finden wir noch eine Stadt, die wir hoch machen können. Da fällt mir gerade nichts Schlaues ein. Ja, das sind. Ja, das. Aber warum hat die Hexenschanze? Wahrscheinlich, weil sie beschädigt ist. Ja, die Mauern sind eingerissen. Also wenn ich das repariert habe, sind auch die Mauern wieder da. Das hat mich gerade einfach verwirrt. Ihr wisst, sonst verwirrt mich eigentlich nie etwas. Kann man im Bogenspann noch irgendwas Sinnvolles bauen? Ich weiß ja nicht, was dieses... Also wegen den paar... Also guck mal, das zum Beispiel... Manche Leute können halt auch nicht rechnen. Also, um das zu bauen... Man vergisst meinen Gedankengang, das ist einfach nicht wichtig. Ja, ein bisschen Geld vielleicht sogar sparen. Tor an Rock. Ich meine, mit der Begründung hier, mit dem Nachschub, ich habe ja noch keine Kaserne in der Provinz. Wäre es eigentlich logisch, noch eine Kaserne zu bauen, ja. Genau, und jetzt schaue ich einfach, haben wir eine Investmentrunde. Hier noch irgendwas Sinnvolles machen. Echt schwer. Irgendwann. Ah, guck mal hier. Wenn ich 5200 hätte. Aber das bringt auch so ein bisschen Einkommen gar nicht so wahnsinnig viel. Halt nochmal 300. 5200 dafür, damit ich 300 bekomme. Ist das ein guter Deal? Öffentliche Ordnung ist hier auch nicht nötig. Verlustversteuerungsrate. Brauche ich alles nicht. Wenn es gegen Korruption wäre. Aber dagegen habe ich ja im Prinzip den Hain schon. Nö. Sehe ich nicht. Da bräuchten wir 18 bis 20 Runden, um das zu amortisieren. So lange dauert das Spiel nicht mehr, hoffe ich. Nördliches Everest. Also es ist nicht mehr viel zu optimieren. Klar kann man diese komischen Gebäude, die dann aus den Unterhaltungsgebäuden noch 5% mehr rausholen. Das macht doch im großen Ringen der... Nationen keinen Unterschied. Was ist das für Pfennigfuchser? Ich bin ein Dukatenwolf. Hm? Oh, was ist denn hier passiert?
Haben wir die vergessen? Ah, nein, so ein Greenscreen. Ah, das ist ja mal peinlich. Wo kommt denn der? Den habe ich vergessen. Das liegt an der langen... Ach, du Heilige. Den habe ich ja ganz vergessen. Ja, dann ist ja gut, dass ich eine Heldin abgerüstet habe. Dann kommt hier gleich eine neue. Vielleicht auch mal wieder eine gute, die wieder einsatzfähig ist. Helden, Fürsten, Fürstinnen. Nicht genug Geld. Das ist ein Witz sein. Muss ich jetzt einen Erzmagier nehmen? Und hab auch da. Es ist auch irgendwie komisch gelöst. Mit dem Durchschalten hier wird man ja wahnsinnig. Ich nehme jetzt. Was macht ein Händler? Ich nehme jetzt die Merel und hoffe, dass die abdrehen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen peinlich hier, weil da nicht viel drin ist. Sind die schon im Krieg mit mir eigentlich? Ich glaube nicht. Wie heißt der? Wie heißt die Fraktion? Knochenprügler-Stamm. Gucken wir doch mal, ob wir den finden. Der hasst uns. Dann machen wir doch mal... Wir haben ja gerade Einfluss ohne Ende übrig. Naja, ohne Ende auch nicht. Machen wir uns die doch mal gewogen, bevor sie weghauen, wenn es sich ergibt. Also, Knochenprügler-Stamm. Gut. Master of High Magic. Und was soll das eigentlich? Warum geht die nicht in die Stadt rein? Das ist zum ersten Mal, dass ich eine Heldin nicht da reinbekomme. Das ist ein Programmfehler, oder? Die tauchen doch immer in den Städten auf. Nein! Ich meine, ich denke, sie würde mitkämpfen, aber was soll denn das? Warum kann denn die jetzt da nicht rein? Hä? Normalerweise... Doch, nee, ist ein Erzmagier. Erzmagier können auch Armeen führen. Die können doch auch in Städten stehen. Hä? Ich kann ja auch rekrutieren und alles. Was ich vielleicht mal tun sollte, so pro forma. Falls dir Depp angreift. Da war das Geld weg. Ja. Nö, das ist das Beste, was ich machen kann. Okay. Gut, dass wir es gesehen haben. In diesem Sinne. Ja, und jetzt muss ich es einfordern und der Gegner muss es holen. Vielleicht hole ich mir das sogar für die Endschlacht oder so. Das wäre doch lustig. Okay, dann gucken wir noch, ob noch irgendwas Schlimmes passiert. Aber ansonsten würde ich sagen... können wir eigentlich schon die Folge beenden. Nee. Ich gucke auch immer, jetzt sieht man es natürlich gerade nicht, mit Argus-Augen obendrauf, wann denn nun die Nagarons ihr Ritual starten. Aber es kann auch sein, wir haben jetzt eins, zwei, viele Städte schon abgenommen. Militärisches Bündnis, das ist das Aggressive. Ich möchte nicht, da in irgendwelche Echsenkriege zu schnell reingezogen werden. Aber du kannst mir gerne was schenken. Ganz so doof ist er doch nicht. Vielleicht, es sieht sehr knapp davor aus, aber bei uns dauert es auch nicht mehr lange. 65 pro Runde. Wir haben 4895. Das heißt, ganz knapp reicht es nicht in der nächsten Runde, in der übernächsten Runde, sondern erst in drei Runden. Bitte was? Der plündert uns? Das mag ich aber nicht. So, darf ich sie jetzt reinziehen? Das soll mir echt mal jemand erklären, was das soll. Wenn ich den jetzt angreife... Mit hat die Stadt eine Garnison oder tut sie nur so? Boah, die ist gar nicht so schlecht, glaube ich sogar, dass ich da gewinne. Ich mache es wirklich, also vielleicht findet ihr das Cheaten, aber ich kann genauso einfach nicht angreifen, dann bleibt es in der Stadt stehen, kein Problem. Also ich müsste gar nicht Laden speichern.
Ja, das verliere ich. Müsste ich jetzt führen. Aber da machen wir jetzt lieber ein schnelles Laden. Rüsten da noch nach und dann machen wir entweder Autoschlacht oder eine richtige. Wenn der dann nochmal plündert, der Sack. Oder? Ich wünschte es so sehr, das Nachladen, das Laden ging schneller. Ich meine, wir sind von SSD hier ladend. Zwar von einer normalen SSD, keiner M2 super duper schnellen. Aber das darf nicht so lange dauern. Das Ding hat auch Speicher genug. Na gut, aber den ganzen toten Elfen, die hier rumliegen, sicherlich mitgetrackt werden. So. Also, dann gedulden wir uns an dieser Stelle, rüsten noch mal ein bisschen nach. Master of High Magic. Oh, das war jetzt sehr teuer, ehrlich gesagt. Das macht es nicht viel besser, aber dann habe ich wenigstens über 1000 über. Durch den Nachteil bei diesen ganzen Armeen, dass wir kaum noch Geld über haben. In ein paar Runden kommen ja dann die ganzen Bauten. Aber dann sollten wir hier nochmal gucken, können wir hier was besser machen? Nö, das ist schon gut so. Also bei den Provinzerlassen, da haben wir ja gesagt, lassen wir das so eingestellt. Bei den Toren und in Tiranok und in Nagarit. Da darf ich noch nicht. Da darf ich natürlich auch noch nicht. Sartosa. Können wir mal so langsam auf Geld umschalten, oder? Jetzt gucken wir uns das mal an. Gebäude und Erlasse bringen uns 5. Ich glaube, da können wir es wagen, auch auf Geld zu gehen. Dann gucken wir mal, wenn sich das wieder verschlechtert. Das dauert natürlich langsamer, aber es geht auch nur darum in der Kombi, dass wir hier kein Problem bekommen. Mit der öffentlichen Ordnung, aber da haben wir noch so viel Bonus. Gut. Nächstes, Albion. Kotik. Brauchen wir es schon länger nicht mehr, das habe ich übersehen. Es hat mir einen Schatz, war es der Schatzkanzler, ein Kriegsrat, jetzt erst nochmal gesagt. Da haben wir schon, da haben wir schon, da haben wir da. Pur Achal, genauso. Nagarite, bleiben wir dabei. Darf ich nicht vergessen, die Küste mal zu checken. Nach weiteren Angreifern. Ja. Und genau das mache ich jetzt schnell noch. Aber ich sehe gerade nichts. Wir können auch mal ganz raus. Warum werden da keine Armeen angezeigt? Seht ihr rote Namen hier bei mir irgendwo? Ich nicht. Scheint das ganz gut zu klappen. Und dann würde ich sagen, beenden wir hiermit diese Runde 1 oder Folge 71 und sehen uns wieder zur 72 übermorgen. Danke fürs Zusehen, ruhig nochmal nachwerfen und ich verspreche euch, der 8. Monat, den zelebrieren wir auf eine besondere Weise. Es lohnt sich weiter zu spenden und bislang haben wir noch immer was geliefert für unser Geld. Also, bis dann. Tschüss.